Sollte es einmal vorkommen, dass ein Zahnriemen ersetzt werden muss, können Sie diesen ganz leicht und schnell austauschen. Sie nehmen das äußere Profil der Antriebsseite ab, indem Sie nur zwei Schrauben lösen. Diese hier und die zweite an der anderen Seite der Sektion. Dann nehmen Sie das äußere Profil einfach ab. Wie Sie sehen, sind die Achsen mit Sägeringen gesichert. Mit einer Spezialzange für Sägeringe, die Sie weltweit überall kaufen können, können Sie die Sägeringe schnell lösen. Schneller als bei anderen angetriebenen Systemen mit angeschraubten Achsen. Jetzt lassen sich die Antriebsräder zusammen mit den Zahnriemen einfach abschieben. Erst das äußere Paar, dann auch das hintere. Die jeweilige Rolle brauchte nicht ausgebaut werden. Dann nehmen Sie einen neuen Riemen und schieben die Antriebsräder zusammen mit den Zahnriemen wieder paarweise auf. Jetzt schnell mit den Sägeringen sichern. Und das Außenprofil wieder anbringen. Und die beiden Schrauben zusammen mit den Ständern wieder festziehen. So einfach und so schnell.